Bundesinnenminister Horst Seehofer weigert sich, eine Studie zu strukturellem Rassismus in der Polizei in Auftrag zu geben. Stattdessen hat er nun eine Studie über Rassismus in Deutschland angekündigt. Sein Sprecher twitterte dazu ein Zitat Seehofers: Ich bin überzeugt, dass die überwältigende Mehrheit unserer Polizistinnen und Polizisten solche Machenschaften ablehnen und zweifelsfrei zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. ZDF-Satiriker Jan Böhmermann kommentierte das mit einer Beleidigung Seehofers und schrieb auf Twitter: Fick dich, Opa. Wenige Stunden später löschte Böhmermann den Tweet wieder: Ich habe vor Wut drei schlimme Wörter über Horst Seehofer getwittert. Ich bin so traurig und verzweifelt. Egal, woran du glaubst oder woher deine Eltern stammen, Menschen sollen der Polizei vertrauen können und sich nicht vor ihr fürchten müssen. Der Tweet sei gelöscht, so Böhmermann.